Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau, heute mit einem Video zum Thema Krisenvorsorge. Ist es bereits zu spät zum Vorsorgen? Vielleicht möchte ich ganz kurz vorab sagen, ich kriege ganz viele Fragen von euch per Sonstiges, per E-Mail, per Kommentare. Liebe Leute, ich muss euch eines sagen, das wird euch vielleicht überraschen. Ich habe gar keine Glaskugel. Ich weiß auch nicht, wann und wo der Corona zuschlägt. Ich weiß es schlichtweg nicht. Das uns erwischt, glaube ich, haben wir jetzt gesehen. Die ersten Fälle in Deutschland da, die erste Schule ist bereits geschlossen, der erste Kindergarten. In Italien steigen die Zahlen, das heißt, dort gab es 11 Tote, das bedeutet, der Virus muss dort seit mindestens 3 Wochen bereits massiv grassieren. Ganz viele Leute wissen ja gar nicht, dass sie infiziert haben. Ich fühle mich heute auch nicht so wohl. Aber hallo, es ist Aschermittwoch. Ich kenne keinen Aschermittwoch in den letzten 20 Jahren, dem ich mich sehr wohl gefühlt habe. Aber vielleicht habe ich mich infiziert, ich weiß es nicht, vielleicht trage ich es gerade durch die Gegend. Keiner weiß es. Das ist das, was so gefährlich ist. Selbst Spahn sagte, das ist die größte Krise aller Zeiten. Okay, er meinte damit die CDU, aber er weiß, vielleicht sagt er das demnächst auch über was anderes. Und wem interessiert, wie diese Zahlen, was die tatsächlich aussagen und was die eben nicht aussagen? Was noch viel interessanter ist. Ob er jetzt überhaupt so die Möglichkeit hat, vorzusorgen oder nicht mehr. Und was bei einer Quarantäne passiert und warum ich dringendst empfehle, jetzt einzukaufen und nicht erst, wenn der Supermarkt irgendwie infiziert war, dann bleibt es einfach dran. Fangen wir mal, Italiens Regierungschef zieht also tatsächlich eine Mitschuld am Krankenhaus. Weil er lag ja schon seit 10 Tagen im Krankenhaus, hat dort Alleingänge gemacht, das ganze Krankenhaus, und keiner hat sich darum gekümmert. Tja, viele Krankenhäuser haben gar keine Tests für den Covid. Insofern, was sollen sie machen? Der hat vielleicht gemeint, der ist ein normaler Patient, der ist ja wegen was ganz was anderes drin gelingen. Schauen wir uns mal die Zahlen aus China an und ich will euch mal ein paar Punkte sagen, warum die Zahlen nie zu 100% korrekt sein können. Geht gar nicht. Punkt A, bei rund 80% bricht das Virus gar nicht aus. Das heißt, du fühlst dich vielleicht, hast du ein bisschen Kopfschmerzen, so wie ich halt. Du denkst, da kommt es vom Fasching-Karneval oder vielleicht kommt es von Corona, wir wissen es nicht. Aber du magst ja natürlich nichts, bleibst vielleicht mal einen Tag von der Arbeit daheim, aber dann geht's wieder und dann läufst du weiter. Das heißt, diese Fälle sind nicht registriert. Und der nächste Punkt in China ist, dass es gibt nur eine gewisse Anzahl an Tests, die pro Tag in die Labore überhaupt abarbeiten können und die auch vorhanden sind. Ein Chinese hat gesagt, er musste in 6 Krankenhäuser, bis er dann überhaupt mal getestet werden konnte, weil schlichtweg die Krankenhäuser teilweise nur 75 Tests pro Tag ausgeliefert bekommen. Also auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, die Zahlen können nicht korrekt sein. Ein chinesischer Doktor hat nun in einem amerikanischen Fernsehen ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, die Krematorien in Wuhan, die 49 Stück, laufen seit Mitte Januar rund um die Uhr. Vorher 8 Stunden, jetzt rund um die Uhr. Die haben eine Kapazität von 1200 Personen pro Tag. Ich kann es nicht bestätigen, dass es stimmt. Ich kann auch nicht sagen, dass es nicht stimmt. Kann sich jeder selber ausmalen. Der nächste Punkt, der vierte Punkt, die Tests sind überhaupt nicht aussagekräftig. Ein Südtiroler wurde das erste Mal getestet, alles wunderbar, kein Corona. Er wurde ein zweites Mal getestet, oh, doch Corona. Also auch die Tests stimmen gar nicht. Und wenn ich das alles zusammenrechne, dann weiß ich, dass die Anzahl der Infizierten in jedem Land der Welt mittlerweile weit, 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 weit höher ist als das, was offiziell genannt wird. Aber by the way, warum kann uns eigentlich keine Regierung der Welt mal die Wahrheit über das Virus sagen. Also angenommen, es wäre jetzt ganz dramatisches Virus. Ganz einfach. Unser ganzes System ist auf Just-in-Time ausgelegt. Die Supermärkte, die haben für 1 bis 2 Tage gelagert und haben dafür ausgelegt, dass rund 10% der Bevölkerung täglich zum Einkaufen gehen. Weil du gehst normal nicht jeden Tag und die Mutter kauft dann für die Kinder mit ein. So haben wir, so sagen wir, 10 bis 15% gehen täglich einkaufen. Kommen aber jetzt plötzlich 40% oder 50% zum Einkaufen und kaufen dann über hinaus weit mehr als normalerweise, weil sie sich für die nächsten Wochen eindecken würden, dann kann unser Just-in-Time-System das nicht liefern. Und dadurch entsteht Panik. Und dass das so passiert, sieht man gerade in Italien.
da haben die ganzen Regale schlichtweg leer. Also wir haben schon gesagt, in Italien sind es mittlerweile 11 Tote und 320 Infizierte zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, das ist auch schon Mittwochvormittag. Ein Hotel in Teneriffa ist gesperrt mit 1000 Leuten. In Innsbruck wurde ein Hotel unter Quarantäne gestellt. In Deutschland wurde bereits eine Schule und Kindergärten geschlossen. Also ja, er ist da. Ganz einfach. Man muss überlegen, jeder, der jetzt positiv getestet wird oder im Krankenhaus liegt, der ist vorher 2 bis 3 Wochen draußen rumgelaufen, hat alles Mögliche angetouched, das ihr auch wieder angetouched habt. Überlegt euch doch mal, wo wart ihr die letzten 3 Wochen überall? In wie viele Geschäfte, mit wie viel Leid habt ihr gesprochen? Was habt ihr alles angelangt? Und wie viel Leid haben die Sachen, die ihr angelangt habt? Also, blödes Beispiel, Einkaufswagen, mein Lieblingsbeispiel. Den habt ihr angelangt. Wie viele Leute langen diesen Einkaufswagen in 9 Tagen an? Und die könntet ihr alle mit infiziert haben. Das heißt, Fakt ist, es gibt ja so einen Faktor 3 bis 5, sagt man ungefähr, bei dem Virus. Sprich, wenn 320 infiziert haben, eigentlich tatsächlich, oder haben die mittlerweile mit Sicherheit 1000 bis 1500 infiziert. Und die wiederum haben wieder weiter. Insofern, ja, es ist da, wir müssen jetzt damit leben. Ist nur die Frage, wie gehe ich damit um? Über den Brenner fahren täglich 70.000 Autos, dass dort einer in dem Gebiet war, ist relativ hundertprozentig sicher. Wo die 9 Tage zuvor vielleicht jemand war, der was berührt hat und der infiziert war. Nächste Frage, kann auch in Deutschland eine Ortschaft unter Quarantäne gestellt werden? Und ich stelle Gegenfrage, warum nicht? Was wäre bei uns anders wie in Italien? Fällt mir jetzt so spontan kein Grund ein, was bei uns anders wäre, als jetzt in Italien. Also ja, ist durchaus möglich. Hat schon irgendeiner aus Berlin gesagt, im Notfall müsste die Stadt dicht gemacht werden. Und das wäre ganz schön heavy. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir wären jetzt gerade in Catania. Und wir wären unter Quarantäne gestellt. Wie gesagt, das kann jede Ortschaft in Deutschland demnächst treffen. Punkt A, es fährt keiner mehr rum. Wozu auch, es ist alles dicht. Tankstellen, McDonalds, Metzger, Bäcker, es ist alles dicht. Der einzige, was noch offen hat, ist der Supermarkt. Gehe ich aber zu dem Supermarkt, schaut euch mal diese Schlangen an, muss ich bis zu 6 Stunden warten, um dort überhaupt reinzukommen. Und dann habe ich 10 Minuten Zeit zum Einkaufen. Da werden nämlich immer 20 Leute gleichzeitig reinlassen, mit maximal 10 Minuten dürfen die dort einkaufen. Ja, liebe Leute, und da jetzt für ein paar Wochen Vorrat zum Holen. Und vor allem, es haben schon ganz viele vor mir gemacht. Und die Regale sind leer. Dosen weg, Nudeln weg, Gemüse nichts mehr da. Einmal ganz ehrlich, würdet ihr in dem Moment Salat kaufen, der offen rumliegt, den vielleicht schon x andere vor euch berührt haben, der dann aufs Laufband kommt von der Kassiererin, da wo schon 1000 andere Produkte gewesen sind, die andere berührt haben? Ja, liebe Leute, dann könnt ihr die Masken auch daheim lassen, weil dann ist das alles für die Katz. Und woher kriegt ihr noch Schutzmasken und Handschuhe, wenn ihr noch nichts gemacht habt? Es gibt keine mehr. Bei uns gestern war ich im Baumarkt, weil ich Schraube gebraucht habe. Und dann habe ich nur 2 FFP2-Masken genommen. Die habe ich mitgenommen. Das waren die letzten, was da gehängt haben. Sonst war nichts mehr. Dann war ich im Drogeriemarkt und die ganzen Sachen mit Desinfektionsmittel, diese kleinen Handdinger, was ich schon mal vorgestellt habe, fürs Auto zum Beispiel, da war fast nichts mehr da. Also wer jetzt noch nicht vorgesorgt hat, der hat halt schlichtweg Pech gehabt. Ich kann es nicht anders mehr sagen. Es ist jetzt lang genug jedem bekannt, dass er vorsorgen muss, wenn er es nicht getan hat. Ach ja, by the way, in Italien haben sich die Leute beschwert, dass die Behörden keine Schutzmasken und Handschuhe zur Verfügung stellen. Woher sollen sie die nehmen? Es gibt keine mehr. Und die Behörden haben, die brauchen sie für sich selbst. Also nein, ihr werdet von den Behörden, vielleicht der allererste Ort, werden noch beliefert werden, aber dann war's das. Also geht's davon aus, ihr kriegt nichts mehr. Und ihr müsst dann in einen Supermarkt reingehen, ohne Schutzausrüstung. Und da kann ich auch in ein Minenfeld gehen. Ja, Fakt ist, wer jetzt noch nicht vorgesagt hat, der hat halt Pech gehabt. Ist einmal so. Seit Jahren sagt man, man soll es vorsagen, wer es halt noch nicht gemacht hat. Ja, ist halt leider so. Der muss halt dann in einem kontaminierten Supermarkt einkaufen. Und ich habe das gestern getestet. Und ich bin wirklich hergegangen und habe den Einkaufswagen desinfiziert. Habe die Minute gewartet, die Leute haben mich angeschaut, war mir gestern wurscht. Ich wollte mal testen, wie ich mich jetzt in Italien verhalten würde.
also in die Quarantänegebiete, weil ich weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass da drin die Krankheit lauert, ist sehr hoch. Ich habe auch nicht die vordersten Sachen genommen, sondern die von weiter hinten, die wahrscheinlich nur keiner angelangt hat. Hab das alles gemacht, war ganz stolz auf mich, und ich habe mir gedacht, im Notfall hätte ich jetzt noch Handschuhe angehabt und vielleicht noch Mundschutz, und ich habe mir gedacht, da wäre ich wahrscheinlich relativ gut durchgekommen. Und dann muss ich die aufs Kassenband legen. Auf dem Kassenband lagen aber zigtausende, in den letzten 9 Tagen, zigtausend andere Produkte von Leuten, die angelangt haben. Also war alles für die Katz. Und selbst wenn ich jetzt sage, da lege ich noch was unter, wäre gut, aber was macht die Verkäuferin? Zack. Zack. Die hat es auch an die Hände, weil die hat in den letzten 9 Tagen auch massiv, oder die hat an diesem Tag wahrscheinlich schon tausende von Lebensmitteln in der Hand gehabt, die wiederum andere Leute in der Hand gehabt haben. Das heißt, die Chance, dass du dort ohne Blessuren oder ohne Virus rausgehst, ist gleich gegen null. Also ohne Schutz sowieso nicht. Und wie gesagt, in Norditalien gibt es vieles schon gar nicht mehr. Die stehen 5-6 Stunden an diesem Supermarkt, ohne nur zu sehen, dass die Regale leer sind, und haben 10 Minuten Zeit zum Einkaufen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es ausbricht, ist so hoch wie noch nie. Und wer nichts tut, der hat Pech gehabt. Sag jetzt mal ganz klar. Ist er alleine, sag ich, okay, ich krieg im schlimmsten Fall Lungenentzündung. Gut, Diabetiker, glaube ich, haben 8% Sterberate. Würde ich mir zweimal überlegen, ob ich sowas mache. Wenn aber jemand eine Familie zu versorgen hat, sorry, und jetzt so nichts getan habe, sorry, habe ich null Verständnis dafür. Null. Weil der geht ja dann in diesen kontaminierten Supermarkt und bringt es mit heim. Und steckt damit seine ganze Familie an. Tja, und 20% kriegen eine Lungenentzündung. Ich will nicht, auch wenn man nicht stirbt, aber ich will ja nicht, dass die eine Lungenentzündung kriegen oder andersweitig krank werden. Ich habe gestern nochmal eingekauft, war tanken. Und das empfehle ich auch. Wichtig ist jetzt sofort nach dem Video ausschalten, ab in den Supermarkt. Oder eben zum Beispiel, wer sagt, Supermarkt will ich gar nicht mehr, bestellt was. Waifu zum Beispiel, das Pulver, was ich letztes Mal vorgestellt habe, wäre natürlich jetzt optimal. 3 Packungen sind ein 10-Tages-Vorrat. Kann man sich auch bestellen. Oder wie gesagt, einkaufen, essen, trinken. Denkst an eine Quarantäne, dauert bis zu 30 Tagen. Also bitte, liebe Leute, mit 2 Dosen ist es nicht getan. Die Zeiten sind schlichtweg vorbei. Hygieneartikel für einen Monat, Klopapier für mindestens einen Monat, Waschmittel, Desinfektionsmittel, wenn ihr nur was kriegt, gibt's Masken, wenn ihr nur welche kriegt. Und selbst wenn es FFP1-Masken haben, sind die immer noch besser als keine. Gehen wir aber gleich dazu. Medikamente, wer irgendwie Rezept hat, sonstiges, jetzt sind die Apotheken, jetzt können sie es noch vieles bestellen. Das kann sich ganz rapide ändern. Tanken schaut in dem Fall auch nicht. Und was ist das Schlimmste? Ihr habt einen Vorrat für einen Monat daheim und geht ja die nächsten Wochen nicht zum Einkaufen. Fertig. Also, es ist ja nicht für die Katz. Ihr braucht ja das Zeug trotzdem. Gut, ich möchte vielleicht hier nochmal betonen, es ist noch lange nicht so weit, dass wir in Panik verfallen müssen. Das möchte ich hier bitte nochmal betonen. Aber es ist jetzt definitiv der Zeitpunkt, der letzte Zeitpunkt, oder eigentlich ist es schon zu spät, um sich vorzubereiten. Und wer es halt nicht gemacht hat, c'est la vie. Pech gehabt. Ich kann es leider nicht mehr anders sagen. Leute, ich weiß jetzt schon wieder, dass in die Kommentare drin steht, ja, und was machen die, die jetzt kein Geld haben, oder was machen die oder die? Und ich sage euch eins, ihr seid für euer Leben ausschließlich selber verantwortlich. Keine Behörde, kein Amt. Also schaut, was machbar ist, und der Rest, ich kann es nicht ändern. Ich bin nicht für euch verantwortlich. Das seid ihr komplett selber. Gehen wir zum Thema Schutz. Wie schütze ich mich denn? Also Hände waschen habe ich euch im letzten Video schon gezeigt. Was auch gut ist, ist zum Beispiel Schutzhandschuhe. Diese Vinylhandschuhe gibt es in 100er Packs für ein paar Lutscherl. Holt euch die nur, soweit es die noch gibt. Die schaden nämlich gar nicht, weil mit denen ich lange mehr weniger ins Gesicht rein, weil es einfach eklig ist. Und wie gesagt, wenn ich irgendwann ein Virus hinkomme, ist es nicht ganz so dramatisch, weil den tue ich dann weg, danach noch Hände waschen, dann bin ich relativ gut geschützt. Gehen wir zum Mundschutz. Und ich lese in die ganzen Foren immer wieder, nur FFP3 schützt, FFP2 ist scheiße. Ist das so? Bei FFP3 steht drum, schützt zuverlässig vor Viren. Das ist richtig. Was ist da? Und zwar ist das folgendes.
Ein normaler Virus ist an einem Tröpfchen gebunden oder an einem Staubkorn. Der würde auch von der FFP2-Maske locker aufgehalten. Sollte aber der Virus in Gasform vorliegen, also eher Aerosol werden, dann ja, dann hat halt die FFP2-Maske 94% Schutz und die FFP3-Maske 99% Schutz. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich damit anstecke, ist geringer. Nur, die erste Frage, was ich dann immer stelle, hast du auch einen Gesichtsschutz, der hier dann komplett gasdicht zumacht? Und das haben die wenigsten. Und damit brauche ich ja keine FFP3-Maske nicht. Weil gegen die Tröpfchen hilft es mir. Gegen so Aerosol kommt entweder von der Seite hier vielleicht rein, weil ich es nicht zu 100% richtig zugemacht habe. Oder der Virus kommt über die Augen rein. Also zu jeder Maske muss mindestens eine Sonnenbrille, damit ich mir nicht in die Augen langen kann. Weil sonst mag es mal ganz schnell so. Und schon bist infiziert. Die Rettungsdienste, wie gesagt, arbeiten mit FFP2-Masken in der Regel, nur bei ganz extremen Fällen mit FFP3. Also lieber habe ich, wenn mich heute jemand fragt und sagt, der FFP3-Maske kostet momentan 20 Euro, ich habe gestern zwei FFP2-Masken für 10 Euro gekriegt, dann kaufe ich mir lieber vier FFP2-Masken als wie eine FFP3. Bin ich nämlich der Meinung, FFP3-Schutz ist notwendig, dann gehe ich auf eine Vollmaske. Weil die macht komplett zu, die schützt die Augen komplett, die schützt alles. Und ich bin safe. Gut, Leute, das war's wieder von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare. Sonst ab in den Supermarkt und einkaufen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich mal ein Like freuen. Falls noch nicht passiert, gerne meinen Kanal abonnieren. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Pfiat euch.